und herzlich willkommen zu einem neuen Forzaton. Ich meine, ein neuer Abarathon. Denn heute dreht sich alles um die Marke Abarth in diesem Forzaton. Und zwar fahre ich den 605 Biposto, was so ein bisschen ist, also Abarth ist generell heutzutage eher eine Tuning-Marke, so ein bisschen wie AMG bei Mercedes oder M-Power bei BMW. Das ist halt Abarth für Fiat, so ein bisschen die Top-Modelle. Der 605 Biposto ist so ein bisschen, kann man sagen, das Top-Modell vom Fiat 500. Aber ich habe noch ein bisschen weiter getun. Aus 190 PS sind jetzt ungefähr knapp 280 geworden. Ich denke, das wird schnell werden. Ja, Kapitel 1 habe ich geschafft. Echt abartig. Oh, dieser Witz, ey. Besitzer und Fahrer ein beliebiges Abarth-Serienfahrzeug. Habe ich natürlich. Auf dem Bild, das ist der 605 Biposto. Und der alte 595, glaube ich, SCS heißt der. So eine Knutschkugel. Obwohl, ja, der Abarth ist auch nicht groß. Ich glaube, der ist sogar noch kleiner als mein Corsa. Deutlich kleiner. So, Kapitel 2. Dimensionssprenger. Zeig deine... Was ist das lang geschrieben? Bastelkünste? Was? Steht da wirklich Bastelkünste? Ich glaube schon. Ich kann es gerade nicht erkennen. Tune deinen Abarth, bis du 125 mpa mit ihm fahren kannst. Ja, das sind fast genau 200 km/h. Schafft ja auch Serie. Aber jetzt mit Tuning noch ein bisschen leichter. Kapitel 3, kein Versicherungsschutz. Jetzt, da die Welt weiß, wie schnell er ist, bringen wir dein Abarth zum Fliegen. Hol dir 9 Sterne bei Gefahrenschildern. Warum auch nicht? Erst fahre ich mit 200 Klamotten, hammergeil, und dann auf einmal Gefahrenschilder. Natürlich, wie jeder weiß, baut Abarth exzellente Offroad-Fahrzeuge. Nicht. Nicht wirklich, sagen wir es mal so. Es gibt auch von Abarth Rally-Fahrzeuge. Das gibt es. Aber auch... Generell ist das aber jetzt keine Marke für geländefähige Fahrzeuge. Also nur mal so, falls es wer nicht weiß. Und dieser Wagen hat auch nicht ganz so viel Bodenfreiheit. Das wird schon klappen. Und Kapitel 4, geschichtsträchtiger Abarth. Es ist an der Zeit, deinen Abarth auf die Probe zu stellen. Gewinne 2 beliebige Straßenrennen mit deinem neuen Juwel. Okay, soll ich ihn kriegen? Also zuerst 125 mpa fahren. Sind gerundet 200 km/h. Sollte man schaffen. Ich denke, ich muss mal ein wenig umdrehen dazu. Ich denke, die Straße sollte doch reichen. Also der ist jetzt schon ziemlich getuned, würde ich mal sagen. Also ziemlich stark getuned. Hat immer noch Frontantrieb. Sollte ich nicht umbauen. So. Oh, da auch schon geschafft. Der kurzen Strecke, meine Güte. Na, der ist schnell geworden. Wenn jetzt so generell nicht. Ich meine, das Ding hat serienmäßig 190 PS. An so einem Teil. Das Ding ist kleiner als mein Corsa. Und hat mehr als doppelt so viel Leistung. Ist das abartig? Ja, ist es. Ach, dieser Witz, ey. Ah, er ist ganz nice eigentlich. Wo ich jetzt auch generell kein riesen Abarth-Fan bin. Nur so den 1x4 Spider finde ich schon geil. Den wollte ich mir aber fürs Let's Play aufheben. Wo der wahrscheinlich auch so in näherer Zukunft gefahren wird. So, da ist schon ein Fahrschritt. 9 Sterne müssen wir machen. So, vielleicht 2 Sterne. Au. So, immer 168 Meter. Ist jetzt auch gar nicht mal so wenig. Ich hoffe, das waren 2 Sterne. Sterne. Achso, das war die Bestleistung, ich wollte schon sagen. Ich muss noch kurz gucken. Ein Stern. Das war nur ein Stern, das war gemein. Na egal. Aber um es noch ein wenig zu verkürzen, werde ich mich zu den Schildern teleportieren. Sonst dauert es hier wirklich 2 Stunden. Das muss ja auch nicht sein, ne? Muss hier seine wertvolle Zeit gut einteilen, denn Zeit ist kostbar. Vor allem, wenn man dann nicht mehr zur Schule geht, sondern arbeitet. Dann ist Zeit noch viel kostbarer. So, dann läuft wunderbar. Der Sound gefällt mir. Dann ist ein Vierzylinder, putziger 1,4 Liter. Daraus 190 PS. Das ist schon echt nicht wenig. So. Oh, oh, das wird nicht gut. Fliege ich da durch?
Ja. Dachte, ich fliege so stylisch jetzt zwischen den Säulen durch. Nein, natürlich nicht. Zudem bin ich auch noch schräg gelandet. Wie man vielleicht auch sehen kann, das Fahrverhalten ist natürlich für Offroad-Verhältnisse fantastisch gut. Ich weiß vom 124 Spy, da gibt es eine Rallye-Variante. 88 Meter. Ah. Ja. Knapp meine Bestleistung verfehlt. Ja, es war nah dran. Ja, es gibt auch nur einen Stern. Also muss ich jetzt wahrscheinlich noch 7 Gefahrenschilder machen. Denn logischerweise ist es nicht die Stärke dieses Wagens. Ich denke, er sollte ganz gut fliegen können, weil er ziemlich leicht ist. Defizit nämlich serienmäßig unter 1000 Kilo. Das ist echt cool. Ich meine, für die Leistung, ich meine, fast 200 PS für unter eine Tonne. Das ist gut. Dort kann man schon gut beschleunigen. Der ist richtig süß, finde ich. Der will auch so ein bisschen einfach böse machen, aber sieht so. Weiß nicht. Sieht der für mich trotzdem nicht böse aus. Auch mit über 200 km/h abspringen. Au! Die Werkstatt freut sich, wenn man so springen würde. Obwohl ja der Schrottplatz, ich glaube Werkstatt reicht vielleicht gar nicht mehr. So, Kante von Ambleside, ach da, genau hier. Ich würde doch mal, obwohl das versuchen, das macht eigentlich keinen Sinn. 190 Meter, soll ich mit dem Wagen wahrscheinlich nicht schaffen. Da muss bestimmt wieder irgendwie ein Hypercar oder sowas, ja. Ist ja nicht traurig, dass in Forza die besten Autos für Gefahrenschilder irgendwelche Sportwagen oder Hypercars sind und keine Offroad-Autos. Das ist eigentlich ein bisschen traurig. Hallo? Ja? Hallo? Wieso fahrt ihr alle auf der falschen Seite? So, Grip geht auch noch. Zweiten Gang anfangen. Anfahren war auch nicht. Ich bin mit meinem Forza auch schon mal im dritten Gang angefahren. Hab's leider nicht gemerkt. Also, ich hab's gemerkt, aber halt erst. Weil ich halt in den zweiten Gang schalten, hab gemerkt, oh, ich bin schon im dritten. ist aber auch nur einmal passiert. 200 Meter. Das könnten sogar 2 Sterne gewesen sein. 318 Meter. Alter. Das Problem hier vor ist die Kurve. Das ist halt ein Problem. Oh. Das sind sogar 3 Sterne. Lol, okay. Mir fehlt ja doch gar nicht mehr so viel. Fehlt nochmal 3 Sterne. Natürlich könnte ich auch das gleiche Gefahrenschild nochmal nehmen. Das wäre ein bisschen langweilig. Ja, ich will mich ja wenigstens ein kleines bisschen anstrengen. Deswegen nehme ich auch mal das Gefahrenschild hier. Oh, über die Kirche schaffe ich das überhaupt? Das kann schwierig werden. Jeder weiß natürlich Objekte ziemlich an und deswegen bleibe ich meistens an irgendwelchen Sachen hängen. Natürlich liegt das nicht an mir, das sind alles. Zäune sind schuld, die Bäume sind schuld, die Häuser sind schuld. Ich will auf einmal dann daherkommen. So, hier muss ich ja schon lang. Oh Gott, schau ich da drüber? Oh ja, easy. Wieder 88 Meter. Ich hatte doch vorhin schon mal. Aber durch eine andere Nachkommastelle. Da ist ja klar. Noch, was nehmen wir denn noch hier Schönes? Bamber Castle? Nee. Oh, wie wär's denn hier mit? Ein Stern ist ja immer drin. Wobei, auch das schafft, glaube ich, nicht mal jedes Auto. Da muss man schon ein halbwegs schnelles Auto nehmen. Ich glaube, mit einer Ente wird das schwierig, einen Stern zu schaffen. Oder mit einem PP50. Da kann sogar das schwierig werden. So. Gummi! Und Abschwung mit 186. Glaube ich. Oh! Alles gut, alles safe. Alles safe. Nichts passiert.
Wurde ich gescheitert, ey. Trotz zwei Überschlägen. Ja, das muss so. Natürlich war der Überschlag von mir komplett durchgeplant. Das steht alles in meinem Skript. Dass ich in Minute so und so mich jetzt genau zweimal überschlagen wollte. Ist alles genauso geplant. Nicht meine Unfähigkeit. Nein, nein. Das geht ja gar nicht. Ja, Unfähigkeit gibt es bei mir nicht. Das geht. Der Sprung ist ganz gut eigentlich. Dass hier ziemlich weit nach unten geht. Fast 150 Meter. Sehr gut. Ich glaube, eins müsste ich noch machen. Ach, schon geschafft. Aber kein Versicherungsschutz. Verstehe ich gar nicht, warum. Ich bin auch voll der gute Fahrer. Unfallfrei, Autos alle unbeschädigt, nichts passiert, keine Vorkommnisse, nicht zu schnell gefahren. Ich weiß gleich, was dein Problem ist. Okay, ich muss zwei beliebige Straßenrennen gewinnen. Okay. Damit ist, denke ich mal, die Straßenrennserie gemeint, die blauen Rennen. Ja, das spielt halt wieder mal einen Besetzungsfehler. Und zwar sind wirklich Straßenszenerennen gemeint, nicht Straßenrennen. Also die dunkelblauen Rennen, nicht die hellblauen. Habe ich natürlich nicht gewusst. Wie dann auch. Ja, und diese Besetzungsfehler kommen leider doch relativ häufig vor. Es sind ja nicht irgendwelche kleinen, was irgendwie nur ein Wort falsch ist. Ein unwichtiges im Satz. Sondern wirklich was Entscheidendes falsch ist. Damit die ganze Aufgabe so gesehen unlösbar wird. Naja. Klar, ist nicht schön. Aber naja. Muss man mit leben. Ich weiß gar nicht. Das Spiel gibt es auch in relativ vielen Sprachen. Ob dieser Übersetzungsfehler auch in anderen Sprachen vorhanden ist oder nur in der deutschen Übersetzung. Das weiß ich halt nicht. Ob das vielleicht im Englischen richtig klingt oder richtig beschrieben wird, die Aufgabe, oder vielleicht in der deutschen Übersetzung falsch gemacht wurde. Das kann ich euch halt nicht sagen. Warum soll ich auch vorher auf Englisch spielen? Das macht halt so für mich keinen Sinn. Eigentlich spiele ich generell alle Spiele auf Deutsch, sofern es möglich ist. Und viele Spieler haben auch eigentlich eine gute Synchronisation. Hat Forza eigentlich auch. Es ist bei einem Rennspiel natürlich nicht so unbedingt relevant. Das ist wie bei einem Story-Spiel vielleicht. Und generell, oh Gott, ist die Übersetzung oder die Lokalisation ist in Ordnung. Ich glaube, solche Fehler blöd, aber ganz ehrlich, da geht nicht die Welt unter. Gibt aber auch Spiele, vor allem von einem Entwickler, die will ich nicht auf Deutsch spielen. Weil es sie auch eh nicht auf Deutsch gibt, sondern nur in einer Sprache. Nicht auf Englisch. Die Rede ist natürlich von meinem nicht Fall an Skill, nein. Sondern von Rockstar Games. Den Spiele gibt es ja grundsätzlich nur auf Englisch. Das finde ich auch sehr gut. Das sind, glaube ich, auch mit die einzigen Spiele, die ich nicht auf Deutsch spielen möchte. Weil es gar kein Interesse besteht, das auf Deutsch zu spielen. Ja, doch finde ich Spiele auf der deutschen Synchro extrem geil ist und auch finde ich deutlich besser als die englische. Ich habe nämlich The Witcher 3 sowohl auf Englisch als auch auf Deutsch die Story durchgespielt. Ich fände die deutsche Synchro deutlich besser. Deswegen werde ich auch mein nächstes Mal Witcher 3, falls ich es nochmal durchspielen werde, wieder auf Deutsch machen. Englisch war jetzt irgendwie nicht kacke oder so. Ich fand die deutsche dann besser. Ich muss auch leider gewinnen hier, deswegen ich gerne noch den TT hier überholen. Das ist ein sehr schönes Auto fährt. Okay, natürlich ist der Wagen perfekt in der Kurve. Ich natürlich gerne überholen würde. So.
Gott. Ja, kleine Autos sind natürlich schön und gut. Aber so viel Leistung nicht so unbedingt. Ich hoffe, jetzt zählt das wenigstens auch. Okay, der Wagen ist fies. Zack. Hallo. Ich mach Powerparken. So, bla bla bla. Kann das vorgespult werden. Zweiter ist ein TT geworden. Dritter ein Focus RS MK3. Beides sehr schöne Autos. Wahrscheinlich würde ich sogar am liebsten von den dreien in den Focus RS nehmen. Wenn da links dort ein TT RS stehen würde, würde ich glaube ich auch den TT nehmen. Wo ich aber generell keins von diesen Autos nehmen würde. Weil es eigentlich relativ schwachsinnig ist, bei so kleinen Autos so viel Leistung einzuballern. Das hat generell nicht so viel Sinn. Das ist auch für den normalen Verkehr eigentlich unbrauchbar. Ich meine, so wirklich außer auf der Autobahn oder auf, was ich beim Überholvorgängen, bringt hier viel, so viel Leistung eigentlich nichts. In der Stadt erst recht nicht. Auf Landstraßen halt auch nur bedingt was. Also auch beim Überholen hätte ich gerne mehr Leistung. Das muss ich dir so sagen. Mein nächstes Auto wird auch mehr Leistung haben. Halt vorrangig bei Überholvorgängen. Aber das ist halt mit 80 PS nicht ganz so einfach. Gut zu überholen. Was auch geht, einem Auto oder einem Fahrzeug bis auf 2 Meter auffahren, überholen und wieder 2 Meter vor dem Fahrzeug wieder reinziehen. Aber das mache ich nicht. Das machen viele andere. Kann ich genug Leute oder sehe ich genug Leute? Aber ich mache sowas nicht. Dann lasse ich es lieber. Statt mich irgendwo in die kleinste Lücke reinzuquetschen, darauf hoffen, dass der Gegenverkehr bremsen muss, aber das mache ich nicht. Dann lasse ich es lieber. Mag sich vielleicht einer hinter mir aufregen, der auch überholen möchte, aber nee. Dann lasse ich es lieber. Hatte ich heute Morgen leider auch. Hatte ich einen LKW vor mir. Der eigentlich nur 60 fahren durfte, aber Tacho 80 gefahren ist. Wollte ich überholen, aber ging halt nicht. Deswegen musste ich halt, ich glaube, 15 Kilometer hinterherfahren. Was war halt keine Stelle, wo man vernünftig überholen konnte. Ich zumindest. Keine gesehen. Deswegen, da bin ich auch immer ein bisschen vorsichtiger geworden. Anfangs war ich da doch ein bisschen da doch überholt, aber ich habe es dann eigentlich ist es der Beste auch, es zu lassen. Oder es nicht drauf anzulegen. Dass es noch irgendwie gerade so klappt. Bin ich lieber ein bisschen vorsichtiger. Mich nervt es auch, wenn ich dann mit 80 hinterher fahren muss. Natürlich würde ich auch gerne 100 fahren. Aber dann ist es halt so. Wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Kann ich auch nichts dafür. Und sich auf Biegen und Brechen auch irgendwo durchquetschen. Andere dabei gefährden. Das ist nicht mein Ding. Wenn genug Platz ist, dann geht's auch. Leider halt morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, natürlich wollen auch viele andere Leute zur Arbeit. Denn bei dem Verkehr ist es halt natürlich einerseits muss eine Lücke sein, die groß genug ist. Natürlich auch ein bisschen muss die Sicht entsprechend sein. Natürlich einige Leute wollen natürlich auch, wenn es aktuell frei ist, sie aber nicht weit nach vorne gucken können, wenn sie nicht sehen. Sich vor einer Kuppe oder so. Oder Kurve. Und vielleicht sogar beides, Kuppe und Kurve. Da hole ich auch nicht. Auch wenn aktuell frei wäre, ich aber halt nicht weit genug gucken kann. Auch bei Nebel ist es halt auch ziemlich kacke zu überholen, wenn es richtig neblig ist. Du siehst halt nicht weit. Also aktuell sieht man dann zwar keine Autos, aber kann dann so schnell eins kommen. Das siehst du erst so kurzfristig. So.
war nicht so schön hier, ne? Ich will eigentlich Erster werden. Ach so. So wird's natürlich auch. Ich dachte schon, ich muss jetzt rein neu starten oder sowas. Okay. Dann halt doch nicht. Habe ich doch noch geschafft. Nach insgesamt 4 Rennen, die ich jetzt gefahren bin. So. Gucken wir mal, ob das schön. Okay, 2 TTs, genau. So ein TT in Gelb ist echt schon. Sieht nicht schlecht aus. Aber allein optisch ist halt ein TTRS schon deutlich geiler als ein TTS. Motortechnisch eh. Nicht wegen Leistung, halt wegen Motor. Aber 5-Zylinder-Turbo bei Audi ist halt göttlich. Ist ja besser als 4-Zylinder langweilig. Ist leider so. 4-Zylinder finde ich halt vom Sound in den meisten Fällen langweilig. Da ist 5-Zylinder schon 1000-mal geiler. Auch wenn es nur 1-Zylinder mehr ist. Trotzdem. So, ich habe jetzt 305 Vorzeitern-Punkte. Das reicht nämlich für 2 Super Wheel Spins. Und wie die Zeit wieder vergeht. Also nur mal so, die Aufnahme ist jetzt ja ca. 39 Minuten lang. Ich weiß nicht, wie ich die Folge runterschneiden werde, muss ich mal gucken. Ich denke, es werden unter 30. In der fertigen Folge. So, zack. Forza, bitte gib mir irgendetwas Schönes. Jetzt schön zum Wochenende. Ist gerade Freitag. Freitag, kurz vor um 6. Ja. Da wären mir die 3 Autos da oben lieber gewesen. Auch wenn ich die schon eigentlich alle habe. Aber zum Verkaufen. Ich hab sogar 3 Super Spins. Okay, damit kann ich schon deutlich mehr leben. Nein, wir Mille. Okay. Das ist schon mal genug Entschädigung. Da bin ich sehr zufrieden. Dazu, ja. Ja, die 500.000, die haben es wieder gut gemacht. Alles supi. Dann würde ich sagen, was ist für heute? Die nächsten Tage wird es relativ wenig Videos geben. Weil ich erst halt ab nächste Woche wieder etwas mehr aufnehmen kann. Vor allem auch etwas mehr. Vielleicht so dann 4 Videos pro Woche, muss ich mal gucken. Ist immer, bis ich 2 Uhr Thornbreaker weiter durch habe, wird es halt nicht mehr gehen, weil es einfach. Geht nicht mehr. Tut mir leid, aber das ist halt so. Ich würde gern mehr, aber das passt halt zeitlich nicht so gut. Aber jetzt habe ich ja 2 Wochen Berufsschule, da würde es dann schon deutlich besser passen. Weil ich ja deutlich mehr Freizeit habe und auch deutlich entspannter sein kann. Weil Berufsschule ist bis jetzt wirklich ziemlich easy. Also im Vergleich zu arbeiten. Ist vom Niveau her Berufsschule natürlich viel einfacher. Von der Anstrengung. Ist einfach so. Ja, genug gequatscht. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss.